Ja, meine Freunde, jetzt mache ich euch doch noch ein kleines Abend-Update, ein kleines Abend-Werder-Update. Ich bin noch unterwegs, wie ihr seht, auf der Suche nach dem neuen Schreibtisch. Dennoch zu Buchanan möchte ich natürlich ein, zwei Worte sagen. Hatte eigentlich den Tag über abgewartet, ob noch irgendwas Fixes schon mal reinkommt, wo er jetzt genau ist und wie viel Geld wir bekommen, denn es soll sich ja wohl um einen Verkauf handeln bei Buchanan. Das machen wir jetzt alles hier in diesem Video. Bringe auch noch mal kurz alles auf ein Update. Thema auch Doppelabgang, denn auch das ist vorstellbar, dass beides in so zeitnahe Richtung verkündet wird. Niklas Schmidt und Buchanan und auch der aktuelle, ja, ich sag mal, nee, Nachrücker kann man glaube ich gut sagen, Simo Röker aus der U23, der jetzt nachgerückt ist für die Außenverteidigerposition, zumindest so lange erstmal, bis, denke ich mal, ein neuer Außenverteidiger da ist. Ja, wo fangen wir am besten an? Erstmal kommen wir zum Nachrücker. Da haben ein paar schon gesagt, ja was denn, wenn der jetzt sich gut macht und bleibt und eventuell ein Opitz sich weiter gut macht. Also ich bin ja auch absolut dafür, dass man Opitz jetzt eine Chance geben sollte, hat ein super Testspiel gemacht, Chance geben sollte im Sinne von in dem nächsten Testspiel. Also während der Vorbereitung weitere Chancen geben sollte, aber jetzt nur auf Opitz irgendwie zu bauen und Jung finde ich ein bisschen sehr vage, würde mich schon deutlich dafür aussprechen, dass ein neuer Linksverteidiger noch geholt wird, war ja aber sowieso der Plan. Und wenn wir jetzt mal überlegen, dass man gesagt hat, man gibt einen Buchanan nur ab, wenn man auch Ersatz hat, gehe ich sogar davon aus, dass Werder Bremen bereits einen Ersatz in den Startlöchern haben wird. Also das heißt, irgendein Ersatz wird wahrscheinlich schon parat sein. Und ich gehe davon aus, dass man jetzt einfach nur wartet, bis der Buchanan-Deal komplett fertig ist, bis das Geld von Buchanan sozusagen da ist. Und dann wird man eben einen neuen Spieler holen, also den Ersatz. Deswegen man ja auch dann am Ende Buchanan hat ziehen lassen. Laut Deichstube wird es wohl jetzt Nico wieder und seine Aussprache, ich glaube Birmingham oder so werden die ausgesprochen, und es soll sich um einen fixen Verkauf handeln. Ihr könnt euch ja denken, dass ich davon nicht begeistert bin. Es ist klar, ich persönlich hätte mich total gefreut, wenn man in der vergangenen Saison schon Buchanan viel mehr Spielzeit gegeben hätte, ihm viel mehr Chancen gegeben hätte in der ersten Bundesliga, ihn immer weiter ranzuführen, um dann eben zu gucken nach der Saison, wie weit ist er. Man hat sich dagegen entschieden, man hat mehr auf die erfahrene Alternative mit Jung gesetzt. Jung hatte einige Spiele, wo er auch absolut viel Quatsch gemacht hat, wo man hätte Buchanan auch reintun können. Und auch Ole Werner hat das indirekt bestätigt, hat gesagt gehabt, immer wenn die Chance da war, dass eigentlich Buchanan sozusagen, also dass die Wahl dann war, wenn Jung jetzt mal kein so gutes Spiel gemacht hatte, hatte Buchanan in dieser Woche eben keine gute Trainingswoche gehabt und hat sich dafür entschieden. Natürlich weiß er aber auch, dass man das Ganze ankreiden kann und das tut man jetzt halt eben auch und auch insbesondere ich. Dennoch muss man auch sagen, und das möchte ich auch nochmal ganz klar sagen, bevor jetzt wieder der ein oder andere hier rummeckert und sagt, was, Nico, Jung-Hater und so weiter, völliger Quatsch. Jung als Person finde ich ein super Typ, der total zu Werder passt und er hatte auch einige gute Spiele, auch einige gute Flanken, gar keine Frage. Und hat, glaube ich, für sein Möglichstes, sein Bestes auch getan. Man darf aber eine Sache nicht vergessen. Jung ist kein Schienenspieler und war er auch nie. Jung ist kein Schienenspieler. Jung ist für mich ein linker Verteidiger, den du zum Beispiel in der Viererkette auch spielen kannst, als defensiven Part oder eben als linker Innenverteidiger. Aber für mich persönlich ist Jung kein Spieler, den ich in einer Fünferkette auf der Schiene sehen würde. Ist einfach nur meine persönliche Meinung. Und deswegen würde ich da auch Jung weiterhin nur als Backup sozusagen sehen, als erfahrenen Backup, den du halt eben hast. Muss mal kurz gucken, wie ich das jetzt irgendwie herhalte. Als erfahrenen Backup, den du irgendwie hast, in der Hinterhand hast, für die Linksverteidigerposition und auch die linke Innenverteidigerposition, da kannst du eben einen Jungen dann spielen. Bei Buchanan ist die Lage so, wie gesagt, zu Birmingham oder Birmingham, wie die auch immer ausgesprochen werden, soll er wohl wechseln. Da ist jetzt natürlich eine Riesensache, wie viel Geld wird Werder bekommen. Da kommt es eben darauf an. Ja, ich bin selber mal sehr gespannt. Angeblich ist da ja wohl ordentlich Geld zu haben. Wenn du auf einmal 4-5 Millionen bekommst, dann wird jeder sagen, ja gut, wir haben 400 irgendwas tausend bezahlt, sagen wir mal eine halbe Million ungefähr bezahlt als Jugendgebühr, wie auch immer, um damals Buchanan zu bekommen, haben jetzt dann ja 3-5 Millionen plus gemacht, eher wahrscheinlich 3 Millionen plus gemacht, denke ich mal. Also ich denke eher, dass wir so 3,5 bis 4 vielleicht kriegen werden. Viel mehr glaube ich nicht. Aber ich sage auch, wenn Buchanan natürlich mehr Chancen bekommen hätte und eine gute Saison spielt, dann ist er auch deutlich mehr wert. Das muss man eben auch sagen. Und das, deswegen finde ich es einfach eben traurig und hätte ihn da ja halt auch gerne gesehen. Naja, jetzt bin ich gespannt, wer dann eben als Außenverteidiger dort kommen wird, auf wen man da setzt. Es gab ja mal dieses Gerücht bei diesem AC Mailand Linksverteidiger.
Jetzt komme ich gar nicht mehr gerade auf den Namen. Touré irgendwas hieß der, glaube ich. Könnt ihr mal gerne mal in die Kommentare reinschreiben. Auf jeden Fall der AC Mailand Außenverteidiger und da soll ja wohl die Summe das Problem gewesen sein. Vielleicht klopft man da auch nochmal an. Eventuell gibt es auch noch ein, zwei andere Lösungen. Eventuell auch ablösefreie Spieler, die gerade auf dem Markt sind, die vielleicht Außenverteidiger spielen können. Da haben wir ja auch schon mal in der Edition 4 für Werder Linksverteidiger drüber gesprochen. Könnt ihr auch sehr gerne noch abchecken, weil da wirklich ein paar richtig gute Namen auch dabei waren, die auf die Außenverteidiger vielleicht spielen könnten. Ich hoffe, dass man da halt eben jetzt relativ schnell Klarheit hat. Rücker ist wie gesagt 29 Jahre, der jetzt gerade da ist. Also es ist so eine Art Groß 2.0. Ich glaube nicht, ich glaube das Höchste, was er bis jetzt gespielt hat, war dritte Liga. Ich glaube nicht, dass wir da jetzt sagen sollten, wir sollen jetzt auf den bauen und Opitz und Jung dann eben als Stammspieler sozusagen, die beiden als Backup. Nein, ich glaube, da muss jemand anders her. Wie gesagt, jemand, der auch die linke Seite belebt, so wie Weiser das auf der rechten Seite tut. Weiser soll ja auch vor der Verlängerung stehen, was ich zum Beispiel sehr, sehr begrüße. Freue ich mich auch sehr, geht mein Herz auf. Einer meiner Lieblingsspieler auch, muss ich sagen. Einfach auch ein Spieler, der extrem wichtig für Werder ist. Jetzt haben wir natürlich noch das zweite Thema mit Niklas Schmidt. Das Ganze zieht sich. Wir haben immer noch keine offizielle Bestätigung. Ich kann mir vorstellen, dass man bei Niklas Schmidt auch gerade im Hintergrund schon den Backup sozusagen klar macht. Also den Spieler, den man holen will. Und es gibt weiter Gerüchte, dass Amiri wohl die Wunschlösung ist. Also dass Amiri wohl dieser Spieler sein könnte. Aber auch eben unseren Spieler von Valencia, der Sechser. Ich sag ja, ich bin mit Namen so verquatscht sozusagen. Krieg ich den jetzt nicht hin? Schatz, guck mal bitte ganz kurz, auf mein letztes Video, wie nochmal der Spieler hieß. Ich komme jetzt nicht auf den Namen. Der Sechser von Valencia. Ich sag ja, heute bin ich sowieso durch den Wind, aber ja, vielleicht wird's der, vielleicht wird's Amiri. Ich kann euch nur sagen, Amiri gibt es weiter Gerüchte zu und auch zu dem Sechser gibt es Gerüchte, dass der angeblich sogar am Trainings, also beim Zillertal sein soll. Ob das jetzt wirklich stimmt und ob der wirklich da das Training zugeschaut hat, sei jetzt mal dahingestellt. Das ist auf jeden Fall ein vages Gerücht, wo man jetzt irgendwie auch nicht viel mehr zu sagen kann. Hoppala, jetzt haben wir hier auch noch Werbung. Warte mal, ganz kurz hier. Uros Rakic hieß der gute Mann, der Sechser, von dem ich gerade gesprochen habe. Ja, auf jeden Fall ist dieser gute Uros Rakic angeblich auch gesichert worden. Ob das stimmt, wie gesagt, sei mal komplett dahingestellt. Fakt ist aber auch, dass auf jeden Fall ein Spieler im Mittelfeld kommen soll. Angeblich sucht man sogar noch einen Innenverteidiger und einen Außenverteidiger. Und dann wird es ja auch noch darauf ankommen, wer sonst noch geht. Gegebenenfalls muss man da dann auch noch mal nachbessern. Romano Schmid steht weiterhin auf der Verkaufsliste. Für Birk gibt es aktuell kein Angebot. Und vorne kommt es natürlich weiterhin darauf an, was mit Füllkrug passiert. Ja, das mal so ein Update zu allen. Wir kennen, ihr merkt selber an meiner Laune, macht mich halt einfach nicht glücklich. Wenn die Summe am Ende passt und man einen guten Ersatz kriegt, muss man es einfach so hinnehmen. Und dann hoffe ich, dass der Ersatz wirklich ein guter ist, der die Linksverteidigerposition gut bekleidet. Ich hatte trotzdem auch wirklich viel Hoffnung bei Buchanan, muss ich ganz ehrlich so sagen. Niklas Schmidt geht für mich auch jemand verloren, der, also wenn das dann am Ende fix gemacht wird, der einfach Werder auch irgendwo geliebt und geliebt hat. Aber ich kann es auch verstehen, dass er das auch möchte, wenn das am Ende denn alles so stimmt und er dann auch dahin wechselt zu Toulouse, weil er da eben einfach nochmal Europa League spielen kann. Und dann wünsche ich ihm auch nur das Beste, hoffe aber einfach, dass da dann die Summe für uns sozusagen passt, weil es halt kein Spieler ist, den wir tendenziell als Streichkandidat hatten. So, jetzt sage ich euch noch kurz zum Ende des Videos. Ich war heute auf der Suche sozusagen nach einem Schreibtisch. Ich wollte eigentlich gerne einen Schreibtisch haben. Ich brauche einen deutlich größeren, also mindestens 1,60. Noch geiler wäre eigentlich 1,80. Aber 1,60 sollte ja schon sein. Und im Idealfall, oder das dachte ich halt als Nebeneffekt, den man auch hoch machen kann, weil man vielleicht dann auch mal ein Werder-Spiel so im Stehen gucken kann oder einfach auch so ein bisschen Bewegung reinkriegt, fand ich eigentlich ganz gut. Auch wenn man zum Beispiel mal die Videos schneidet, dass man irgendwie dann dabei auch mal steht, also nicht nur sitzt, halte ich eigentlich für eine gute Sache. Die sind aber eigentlich wirklich auch relativ teuer. Jetzt hatten wir am Ende einen gefunden, der ganz gut war, aber das Lager hatte auch schon zu. Jetzt muss man natürlich wieder gucken, ne? Naja, Freunde, okay, dann wünsche ich euch jetzt allen einen wunderschönen Abend noch. Das jetzt mal so als Update. Ich lade das jetzt vom Auto heraus aus hoch. Wir sind jetzt gleich ja noch live auf YouTube auf dem Bundesliga-Kanal. Könnt ihr gerne auch vorbeischauen. Live, der Fußball-Talk. Ich bin raus, euer Nico und ciao.